Was ist das denn? Das ist maximal kitschig verpackte Quality Time. Aha. Ja, Rebecca und ich kriegen es irgendwie nicht mehr auf die Reihe, uns Zeit füreinander zu nehmen, weil dauernd irgendwas ist. Meistens die Arbeit. Hm? Deshalb habe ich meinen Job am Empfang ein bisschen ausgenutzt und ihr ein paar Tage freigeschaufelt. Weiß sie das? Rebecca ahnt nichts. Brell hören, filterlose Kippen rauchen, Froschschenkel futtern. Wofür das ganze französische Zeug? Ich habe gebucht. Mhm. Paris, ein ganzes Wochenende, nur wir beide. Wow. Was, ein Wochenende ist zwar keine Ewigkeit, aber trotzdem. Trotzdem was? Ich sehne mich einfach danach, mal wieder Zeit mit Rebecca zu verbringen, mit klarem Kopf. Ohne diesen ganzen Druck hier. Pläne schmieden und so, weißt du? Mhm. Hast du Angst, dass ihr in eine Krise schlittert? Keine Ahnung. Wir verbringen so wenig Zeit miteinander, dass wir nicht mal merken würden, wenn wir in der Krise wären. Verstehe. Ich habe nichts gegen Risiken. Gut. Wir werden die Giselle-Kampagne nicht im Fashion-Kontext starten, sondern dort, wo niemand damit rechnet. Das heißt Plakatwände. Zielgruppe kauft uns sowieso. Ich habe mir die Daten angesehen. Wenn wir unser Kundenspektrum erweitern wollen, dann müssen wir die One-Shot-Shopper abholen. One-Shot-Shopper? Was soll denn das sein? Scheiße, ist egal. Lass liegen. Also im Endeffekt läuft es auf die drei Modelle hinaus, ne? Gut, dann können wir jetzt über die Kampagne reden. Ja, sorry. Soll ich die Chiffonbänder vom Modell 41 glatt einbügeln? Ja, bitte. Mhm. Also stellen wir uns den Markt als eine Frau vor, die verführt werden will. Meinetwegen. Wie verführt man am besten? Mit asymmetrischer Indoktrination. Aha. Ich noch mal. Was ist mit den Samtapplikationen? Sind die fertig? Ja, die kannst du im Lager abholen. Die sind vorhin gekommen. Okay. Ja, also an sich finde ich es gut, dass wir an unkonventionellen Orten werben. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob wir... Entschuldigung, nur noch eine klitzekleine Frage. Was denn jetzt noch? Soll ich den Saum bei der 17 stärken oder willst du es luftig? Ich will es luftig. Das war's ja schon. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Du findest es prinzipiell gut, aber... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt brauchen. Tage, die 36 Stunden dauern, dass wir das alles hinbekommen? Nein. Ein Workshop-Wochenende, wo wir die Ideen sammeln und festlegen können, ohne diesen ganzen Trubel hier. Meinst du jetzt mit Wochenende im Sinne von Wochenende? Ich verstehe, du musst es erst mit Marlene besprechen, wenn du mit mir... Das ist sicherlich vermintes Gelände. Nein, das Gelände ist nicht vermint. Ich habe ihr noch nichts von uns erzählt. Aber die Wochenenden, die... sind heilig, gehören der Beziehung schon klar. Ich dachte nur, wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Schade. Also so wird das jedenfalls alles nichts. Warte, ich kann sie ja fragen. Ich kann ihr ja sagen, dass es was Wichtiges ist und dann... Ja, das ist es auch. Und seien wir ehrlich, du willst es doch auch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Das wäre jetzt der Moment, wo ich mir eine Umarmung von dir wünschen würde. Ja, ich... Also, du bist ja wirklich völlig durch den Wind. Da hat aber jemand gute Laune. Kein Wunder. Ich habe ja auch dich. Ja, so sieht's aus. Ich habe gerade meine Termine gecheckt und... Da hat jemand rund ums Wochenende meinen Kalender freigeschaufelt. Das warst du, stimmt's? Ach, ein bisschen telefonieren hier und rumschieben da. Ich meine, wozu sitze ich hier im Empfang und habe Zugriff auf eure Timer? Danke. Für alles. Vor allem für das Wochenende. Ach, weißt du, im Endeffekt habe ich mich damit nur selbst beschenkt, weil bei uns ist es wie in jeder anderen Beziehung auch. Bist du glücklich? Bin ich's auch. Hm. Ich weiß, ich arbeite zu viel. Darum habe ich auch eine Überraschung für dich. Und dann ist heute wohl der Tag der Überraschungen. Voilà. Ich liebe es, wenn du Französisch sprichst. Eine Überraschung. Ich muss ja leider die Augen verbinden. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ja, das ist in der Sache. Noch einen kleinen Schritt. Okay. Ja, noch ein bisschen so. Ja, so ist perfekt. Moment. Jetzt bin ich immer gespannt. Wow. Gefällt's dir? Das ist wunderschön. Ist es für die neue Kollektion? Nein, das ist ein Einzelstück für dich.
der absolute Hammer. Das kann ich ja sogar in der Opera Bastille tragen. Das ist perfekt. Es ist perfekt, weil du es trägst. Oh, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Natürlich, es ist deins. Danke. Könntest du vielleicht noch mal was auf Französisch sagen? Je t'aime. Willst du es nicht anziehen? Ja, ich will. Nee, das ist kein Kleid für die Oper, das ist ein Kleid für den Champs-Élysées. Du könntest sogar ein Klo damit putzen, du würdest immer noch perfekt drin aussehen. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht richtig für dich da war. Hey. Ich weiß doch, was für einen harten Job du machst. Deshalb finde ich es einfach nur wichtig, dass wir uns jetzt die Zeit füreinander nehmen. Mhm, du hast recht. Jetzt wäre tatsächlich der richtige Zeitpunkt. Du meinst es wirklich ernst? Natürlich. Zum Glück habe ich mich gegen Knöpfe entschieden. Ist ja echt nett von Tore, dass er dir Bescheid gegeben hat, dass du mir das Wochenende freischaukelst. Tore? Nee. Wieso? Naja, weil wir das Wochenende durcharbeiten und eine Strategie für die Kampagne festlegen. Ich glaube, wir betreten da wirklich Neuland. Mhm. Neuland? Was ist mit Paris? Paris? Ja. Was soll damit sein? Was ist? Nichts. Mir ist nur gerade einiges klar geworden. Was denn? Das Kleid. Das Kleid, das sollte einfach nur ein Trostpflaster sein, damit ich mich nicht beschweren kann, wenn du die Katze aus dem Sack lässt, oder wie? Wovon redest du jetzt? Also die Kampagne, ja. Weißt du, das ist wichtig, das ist mein Job. Ja, und ich dachte, dass es tatsächlich mal ein paar Tage geben könnte, wo ich wichtiger bin als der Job. Weißt du, ich dachte, ich... Keine Ahnung, wir wollten doch da schon immer zusammen hin. Wohin? Paris. Ich habe alles organisiert, ich habe Flüge gebucht, Hotels, ich habe Tische in exquisiten Restaurants reserviert. Paris? Aber davon wusste ich überhaupt nichts. Ja, weil du mit derartigen Scheuklappen durchs Leben rennst, dass du nicht mal merken würdest, wenn ein Elefant auf deinem Schreibtisch die Marseillaise tuten würde. Moment, können wir das bitte kurz klären? Was ist auf meinem Schreibtisch? Das hat doch jetzt alles überhaupt keine Bedeutung mehr. Doch, Marlene! Was genau machst du im Mülleimer? Ich suche die Trümmer meiner Beziehung zusammen. Süß. Das ist ein Wochenende, Paris. Marlene hat alles organisiert und ich hab's versaut. Du hast es ihr gesagt. Nein, aber ich war die ganze Zeit so mit mir beschäftigt, dass ich überhaupt nicht kapiert habe, was sie fühlt. Was? Wenn du was sagen willst, dann sag's. Sie spürt, dass was nicht in Ordnung ist. Ich finde, solltest du die Wahrheit sagen. Ja, genau. Ach, Marlene, übrigens, ich habe mit Tore gevögelt, hat aber nichts zu bedeuten. Also kein Grund, dich aufzuregen. Bis Montag. Ist doch Harakiri. Ja, wenn man das so sieht. Wie soll man es denn sonst sehen? Die Idee, dich nach Paris einzuladen, ist doch ein Versuch von ihr, was zu reparieren. Sie weiß nicht was, aber sie spürt, dass was kaputt ist. Das frisst sich doch auf Dauer in eure Beziehung. Aber die Wahrheit würde unsere Beziehung explodieren lassen. Ja, es wird knallen. Sehr laut sogar. Aber ist ein Knall nicht besser als dieser permanente Fiebton zwischen euch? Nach einer Explosion ist es nämlich still. Dann kann man die Trümmer ordnen und von vorn beginnen. Dieser Fiebton, der macht euch doch wahnsinnig. Ach, hör einfach auf, Tore, okay? Okay. Für die Geschäftsführung, meine Kündigung. Bitte? Weißt du, ich hatte vorhin einfach plötzlich das Gefühl, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Man ist doch selber schuld, wenn man nichts verändert, obwohl man unzufrieden ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich will einfach mal wieder spüren, dass was weitergeht. Es ist doch nämlich so, es verändert sich nichts, bis man sich selbst verändert. Dann ändert sich plötzlich alles. Hauptsache, irgendwas Neues fängt an. Man spürt, dass man noch lebt. Nicole, diese Musterkleider hier müssen gebügelt werden. Du hast 45 Minuten Zeit. Die Bügelbeamtin, ihre letzte Mission. Wird gemacht. Hauptsache, man spürt, dass man noch lebt.
Rebecca, so geht das nicht weiter. Ja, du hast recht. Es ist was passiert. Ja, es ist tatsächlich was passiert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin, weil ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, Strategien zu entwickeln, um irgendwie wieder mit dir in Kontakt zu treten. Ich weiß, und das tut mir auch wirklich leid. Ich war noch nicht fertig. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich doch noch dazu entschließen könntest, mit mir nach Paris zu kommen. Wenn du das nicht kannst, dann werde ich ohne dich fahren. Weil ich brauche dich, Rebecca, aber ich brauche auch mich. Bei mir geht es nicht darum, ob ich lieber mit dir oder mit Tore Zeit verbringen will. Weißt du, es ist alles viel komplizierter. Bitte hör auf, die Dinge zu erklären, sondern triff eine Entscheidung. Ich habe meine getroffen. Ich werde nach Paris fahren. Mit dir oder ohne dich. Die Geschäftsführung und die gesamte Belegschaft freuen sich natürlich sehr über den Freispruch. Nein, wir geben dazu keine Stellungnahme ab. Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen dann auch gerne unsere Presseabteilung. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Aline, bitte hör mir zu. Nee, ist schon okay. Wenn dir Tore wichtiger ist als ich. Was hat denn jetzt Tore damit zu tun? Naja, offensichtlich verbringst du lieber ein Arbeitswochenende mit ihm als ein paar schöne Tage mit mir in Paris. Das hat überhaupt nichts mit Wollen zu tun. Ich find's nicht in Ordnung, dass du mir ein Ultimatum stellst. Entweder fahre ich mit oder du fährst alleine. Was ist denn dein Problem? Ich akzeptiere doch deine Entscheidung. Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden. Doch, das hast du. Du weißt das nur vielleicht noch nicht. Marlene, du setzt mir die Pistole auf die Brust. Ich muss los. Der Flieger geht in ein paar Stunden. Wieso können wir nicht einfach drüber reden? Weil ich es satt habe. Diese ganzen Diskussionen und Aussprachen, wenn wir uns in den letzten Wochen mal gesehen haben, haben wir Probleme besprochen. Ja, ich weiß, dass du viel zu tun hast, ja. Aber davon lasse ich mir Paris sicher nicht verderben. Au revoir. Echt? Also wichtig ist der kleine Schlitz hier, einmal der Lackmüttel und dann oben die Schultern, ja? Okay. Danke. Tore und Rebecca, da könnte ich ja fast neidisch werden. Was? Das Hotel für euer Arbeitswochenende gebucht. Bist du dir sicher, dass ihr zwei Einzelzimmer braucht? Natürlich. Was denn sonst? Das war ein Scherz. Ich weiß ja, dass du andere Interessen hast. Aber du verpasst was. Ich meine, Tore ist jetzt zwar anscheinend mit diesem Topmodel zusammen, aber die meisten Männer nehmen es ja mit der Treue nicht so genau. Und sehr wählerisch scheint er ja auch nicht zu sein. Ich meine, dass der mit Caro im Kleiderfundus, ne? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht. Das interessiert mich alles nicht. Also sein Privatleben interessiert mich nicht. Das war auch nur ein Scherz. Du bist lesbisch und glücklich. Lebenswert. Liebe Marlene, du willst nicht reden, also schreibe ich dir. Vielleicht ist es sogar besser so. Meine Versuche, dir zu sagen, was ich sagen will, sind bisher kläglich gescheitert. Ich habe Angst vor dem, was ich in deinen Augen sehe, wenn du es weißt. Versprich mir, dass du mich nicht hast. Ich hatte Sex mit Hore Hellström. Es war ein Fehler. Wir waren euphorisch wegen der Kollektion und dann ist es einfach passiert. Ich wünsche mir so, ich könnte es ungeschehen machen. Weil es für mich keine Bedeutung hat. Ich möchte die Zeit zurückdrehen bis zu diesem Moment. Dann würde ich aufstehen und zu dir gehen, wo ich hingehöre. In einer halben Stunde im Schneiders? Ja, danke, Papa. Bis gleich, tschüss. Ja? Hallo. Ist es schon? Ansgar ist freigesprochen. Verreist du? Wo geht's denn hin? Paris. Oh, die Stadt der Liebe, wie schön. Wann fahrt ihr los? Rebecca kommt nicht mit. Sie muss arbeiten. Tja, wer hätte das wohl gedacht? Oh, der Streit. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur das ist. Das klingt aber ernst. Ja, das ist es auch. Weißt du, in den letzten Wochen, wir entfernen uns immer weiter voneinander und ich weiß noch nicht mal, woran das liegt. Ich denke, ich werde Paris nutzen, um mir über einiges klar zu werden. Lena? Ho, ho. Ho, ho, ho.
Herr Becker? Entschuldige, aber ich habe gesehen, dass du gerade gekommen bist. Sag mal, weißt du, ob Marlene schon auf dem Weg zum Flughafen ist? Ja, aber ich glaube, sie wollte vorher noch im Schneiders vorbei. Willst du jetzt doch mit? Ich wollte dir nur den Brief geben. Elisabeth, ich habe Scheiße gebaut. Und wenn ich einfach überempfindlich bin? Viel zu viel erwarte? Ich kann das schlecht einschätzen, Marlene, aber nach all dem, was du erzählt hast, arbeitet Rebecca rund um die Uhr. Naja, aber um Elzella aus der Krise zu holen, weißt du, und sie hat damit Erfolg. Rebecca tut, was sie schon immer tun wollte. Sie geht in ihrer Arbeit auf, während ich das Gefühl habe, stillzustehen. Das war einfach nur ein dummer, bedeutungsloser Ausrutscher. Ich will deshalb nicht alles verlieren. Wer sagt denn, dass du das tust? Ich weiß nicht, sie hat einfach eine schwere Zeit hinter sich. Ich will sie jetzt nicht noch mehr belasten und enttäuschen. Ja, aber wenn Marlene es von jemand anderem erfährt. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Deshalb der Brief. Tja, es gibt bei solchen Dingen kein falsch oder richtig. Es gibt einen guten und einen weniger guten Zeitpunkt für die Wahrheit. Ich glaube, für manche Dinge gibt es nie einen guten Zeitpunkt. Ich sag dir was. Du fährst jetzt nach Paris und machst dir ein paar schöne Tage. Und wenn du zurückkommst, dann setzt du dich mit Rebecca zusammen und machst reinen Tisch. Aber mit aller Härte und Deutlichkeit. Wenn sie sich dafür die Zeit nimmt. Sie hat gemeint, ihr würdet euch immer weiter voneinander entfernen. Vielleicht tun wir das auch. Ich zu feige bin für die Wahrheit. Naja, feige. Vielleicht auch aus Rücksicht, oder? Das würde ich verstehen. Marlenes Mutter ist vor kurzem gestorben. Ja, Tanja lag im Koma und das ist jetzt auch keine Ausrede mehr. Und was willst du jetzt tun? Ich würde jetzt zu ihr gehen, ihr den Brief geben und sie bitten, die Reise abzusagen und mit mir reden. Und was ist, wenn sie sich nicht darauf einlässt? Dann habe ich sie vielleicht endgültig verloren, aber sie muss jetzt die Wahrheit erfahren. Stimmt zwar. Vielen Dank. Sie verreisen? Ja. Am Wochenende nach Paris. Paris? Ich liebe Paris. Das wird bestimmt großartig. Na dann, gute Reise. Danke. Hallo. Was gibt's? Nimmst du mich noch mit? Dein Arbeitswochenende? Das sage ich ab. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Als ich gerade hier reingekommen bin, hier sitzen sehen, so traurig, und ich weiß, dass ich der Grund dafür bin. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Ich will ja nicht noch mehr wehtun. Marlene, du bist das Wichtigste für mich. Na dann. Auf nach Paris. Auf nach Paris.